Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Phoenix Wright, Ace Attorney. Wir sind immer noch am Gurtsee und ja, haben jetzt so die Erfahrung, dass der gute Herr vom Bootsverleih doch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Sache spielt, vor allen Dingen, weil er auch ein Zeuge sein wird. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken hier und schauen wir mal, was wir hier sonst noch so ja, erreichen können. So, ich würde sagen, wir gehen, ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir irgendwie was gucken können. Ich denke mal, hier haben wir nichts mehr zu tun bei Larry. Deshalb würde ich sagen, wir gehen nochmal zum guten Gumshoe. Vielleicht kann er uns ja nochmal ein paar Informationen geben. Gurtsee, genau. Weil ich wüsste jetzt nicht sonst, was sie hier noch irgendwie machen könnten. Kriminalabteilung. Genau. Ah ja, okay. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Inspektor Gumshoe ist nicht da. Jetzt, wo du es erwähnst, wollte er nicht zu einer Besprechung gehen? Ach ja, stimmt. Dann kommen wir später nochmal. Das ist doof. Das ist doof, weil jetzt bin ich dann überfragt. Ich denke, meine Strafanstalt wird auch nichts los sein. 26. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Sieht so aus, als befindet sich Edgeworth beim Verhör. Dann kommen wir später wieder. Genau. Also auch hier nichts. Bin ich langsam Anwaltskanzlei Großberg? Okay. Gehen wir auch nochmal da hin. Ich wusste gar nicht, dass wir hier nochmal. Ah ja, doch, stimmt, stimmt. Gehen wir nochmal hier hin. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Gehen wir einfach mal hier, mal gucken, was wir hier bekommen. 26. Dezember, Anwaltskanzlei Großberg. Anscheinend ist Herr Großberg heute im Urlaub. Nun, ich denke, ich kann auch morgen nochmal vorbeikommen, falls ich etwas brauche. Okay, auch wieder eine Sackgasse. Wunderbar. Das ist sehr, sehr gut, würde ich da mal so sagen. Puh, ich bin überfragt, wo wir jetzt hier weiterkommen. Ich bin da überfragt, ey. Ich bin da überfragt. Ich bin so gut es geht überfragt tatsächlich hier. Ja, okay, da hast du nichts zu sagen. War mir irgendwie schon klar, als ob du da was zu sagen hättest. Oder müssen wir noch was bei dem anderen Typen da machen? Komisch. Na gut, gehen wir noch mal zum Wald. Aber ich denke, da wird jetzt auch nichts mehr sein. Aber ich finde es interessant, dass sie einfach mal ihr ganzes Equipment da einfach stehen gelassen hat, die gute Dame. Aber okay. Gut. Muss eigentlich hier was irgendwas sein. Aber ich weiß gerade nicht was. Eigentlich müssen wir da doch noch was bei dem guten Herrn hier haben, habe ich so das Gefühl. Warte mal, spielt eigentlich hier auch nicht die Musik von Grossberg? Überlege ich mir gerade so, es müsste eigentlich auch die Musik sein, warum man die hier spielt. Mal gucken, wir präsentieren einfach mal irgendwas. Okay, da hat er auch nichts zu sagen. Gute Frage. Nö, springt er auch nicht an. Ich bin ja überfragt. Ich bin ja überfragt. Wird es wohl auch nicht sein. Das zweite Foto auch nicht. Ich bin überfragt. Wo geht's hier weiter? Wo geht es hier weiter? Polly, Polly, wie heißt du? Polly. Hihihi, süß. Maya hat eine neue Freundin. Ja, toll. Bringt mir aber uns auch nicht weiter. Diese Angel sieht teuer aus. Ui. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Die saubere Küchenzeile, weil es ja ein Restaurant ist. Wunderbar. Kleiner Tresor, der abgeschlossen ist. Puh, ich bin überfragt. Ich komme gerade hier echt nicht weiter, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wo es jetzt hier weitergeht. Ich bin echt überfragt, muss ich gestehen. Ha, ein kleiner Bootsverleih. Also nicht so, doch, es ist ja jemand. Ja, gut. Ja, gute Frage hier tatsächlich. Ein
Kleiner Bootsverleih. Es sieht noch aus, als wäre die Lüftungsschacht hier von außen tatsächlich, dass man die ja auch sehen kann, aber auch nicht irrelevant. Ja, gute Frage. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Bisher hat das ja eigentlich immer ganz gut geklappt, aber jetzt bin ich hier absolut in der Sackgasse. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll oder nicht tun soll. Haben wir hier echt nichts mehr, was wir hier tun können? Was ist das denn hier? Ach, Gregory Edgeworth, sein Vater, haben wir auch in der Akte. Alter Bootsverleiher. Eigentümer des Bootsverleihs im Gurtsee. Glaubt, er leitet ein Restaurant. Ich bin überfragt, muss ich gestehen. Ich bin ja überfragt. Nee, keine Ahnung. Ich denke mal, wir bleiben uns anders, um jetzt mal eben kurz nachzugucken, wie es hier weitergeht, weil blind und so, halb blind oder wie man es auch nennt, ich komme hier nicht weiter. Keine Ahnung. Ja, ich gucke mal eben nach und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich gefunden habe, wie wir weiterkommen. Okay, ich habe es herausgefunden. Das ist mal wieder das Offensichtlichste eigentlich. Wir müssen ihm jetzt erstmal präsentieren, wer wir in Wirklichkeit sind, dass wir halt nicht Keith und nicht Max sind. Ach, eigentlich ja klar, eigentlich. Nee. Ist das eine Anwaltsmarke? Ja, genau. Ich glaub das nicht. Dieser alte Knacker ist die erste Person, die meine Marke erkennt. Ich verstehe. Hä? Jupp, jetzt durchschaue ich sie. Sie sind nicht Kies. Früh erkannt. Nick, das ist unsere Chance, die Sache klarzustellen. Mein Herr? Nein, ich bin nicht Kies. Und ich bin auch nicht Mac. Wir untersuchen den Mord, der neulich nachts auf diesem See passiert ist. Bitte helfen Sie uns. Und Anwalt, hä? Bitte, mein Herr. Nun gut, ich will Ihnen helfen. Aber nur unter einer Bedingung. Die da wäre? Wenn dieser Fall erledigt ist, übernehmen Sie die Seenudi. Soll ich das jetzt ja oder nein sagen? Die Frage ist sonst, ja komm. Sonst wird er, glaube ich, nicht machen. Okay, wir versprechen es. Nick, bist du dir da sicher? Ja, alles nur um diesen Fall zu lösen. Nun, wer würde sich denn schon Phoenix-Nudeln entgehen lassen? Nun, vielleicht. So ist's richtig, mein Junge. Gut für dich, Keith. Moment, habe ich nicht eben gesagt. Für dich auch, Mac. Ja. Hehehe, ihr rührt euren alten Pferdvater zu Tränen, wisst ihr? Nun, was war da nochmal, was ihr wissen wolltet? Na, sag schon, Polly. Hallo. Er spricht wieder mit dem Vogel. Wie bringen wir ihn nur dazu, mit uns zu sprechen? Vielleicht das Foto. Jo, das habe ich gesehen. Sie wissen etwas darüber, mein Herr? Keith? Ja. Ist schon okay. Sag einfach Papa zu mir. Papa, weißt du etwas darüber? Jo, vorgestern Nacht. Draußen auf dem See. Ja. Ich weiß alles darüber. Ich hab's gesehen. Was? Sag es uns. Sag uns, was du gesehen hast. Nun gut. Da ihr jetzt den Laden übernimmt und so. Ja, dann bitte, mein Herr, dann reden Sie, was Sie sahen. Die Uhrzeit habe ich vergessen, aber es war schon dunkel. War wohl schon eine Nacht. Jupp. Es war nach Mitternacht, aber okay. Dann hörte ich dieses Ping. Also habe ich rausgeschaut. Dann habe ich noch ein Ping gehört. Ein wenig später kam dieses Boot zurück. Dann ist ein junger Mann an einem Fenster vorbeigegangen. Er hat mit sich selbst geredet. Jupp. Was hat er gesagt? Hab ich vergessen. Bis morgen vor Gericht fällt es mir bestimmt wieder ein. Versprochen. Wir müssen es aber schon vorher wissen.
Weißt du was? Hä? Der kleine Terry war gerade hier. Terry? Jo, der Junge von nebenan. Du hast ihn immer zum Weinen gebracht, erinnerst du dich? Er hat diesen zerfetzten alten Mantel an. Jetzt hat er einen Schnauzer im Gesicht. Er redet wohl von Inspektor Gumshoe. Er kam zu mir und hat mir gesagt, ich soll morgen zum Gericht kommen. Jo. Wie? Wirklich? Hab den Eindruck, als würden wir aus diesem Kerl kaum was Brauchbares herausbekommen. Maya, vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, du hast recht. Ach, einen Moment noch. Eine Frage hätte ich noch. Hä? Polly, haben wir das vergessen? Vergessen Sie nicht DL6. Hä? Was hat sie da gerade gesagt, Nick? Nochmal, Polly. Vergessen Sie nicht DL6. Was? Der Fall DL6? Hey, mein Herr, ich meine natürlich Papa. Langsam wird's komisch. Wer ist dieser alte Knacker? Warum weiß dieser Vogel Polly von DL6? Wir müssen herausbekommen, wer dieser alte Mann ist. Oh! Was? Er hat die Tür von innen abgesperrt. Wer könnte dieser alte Mann sein? Ich glaube, ich muss noch mehr über den Fall DL6 in Erfahrung bringen. Vielleicht soll ich Inspektor Gumshoe danach fragen. Das sollten wir vielleicht mal tun hier. Aber ich wusste doch, dass dieser Bootsverleih auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Und dass tatsächlich jetzt auch DL6 da in Verbindung kommt, ist noch sehr interessant auf jeden Fall. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht wieder zurück zum Bootsverleih. Ich wollte zum Gurtsee. Es gibt so viele Locations hier. Das ist unglaublich. Jetzt habt ihr einen kurzen kleinen Klick-Klick-Geräusch gehört, weil ich ein bisschen Licht machen will, weil es mir hier zu dunkel wird. Kriminalabteilung. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hey Junge, lang nicht gesehen. Sie sehen nicht so glücklich aus. Was ist denn diesmal los? Nun, eigentlich wollten wir Sie um etwas bitten. Ja? Ja, und zwar um was Besonderes. Der Bootsverleiher. Kennen Sie den Bootsverleiher unten am Gurtsee? Ja. Der alte Mann, der ihn betreibt, wird morgen als Zeuge vor Gericht aussagen. Woher? Das sollte eigentlich streng und vertraulich sein. Wissen Sie, wer dieser alte Mann ist, Inspektor? Ja, eigentlich nicht. Er ist ein komischer Kauz. Ich konnte keine klare Antwort aus ihm herausbekommen. Zunächst dachte ich, er wäre nicht glaubhaft genug, um im Zeugenstand auszusagen. Deswegen haben wir gestern Frau Lotte Hart aufgerufen. Aber wer es ist, wissen wir überhaupt nicht. Klingt verdächtig. Der Fall DL6. Inspektor Gumshoe, bitte helfen Sie uns. Wir müssen etwas über den Fall DL6 erfahren. Das war, als Edgeworths Vater starb. Ich habe den Eindruck, als hätte das etwas mit dem aktuellen Fall zu tun. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht viel über DL6. Herr Edgeworth hat uns verboten, die Akten zu lesen. Deshalb kann ich sie Ihnen auch leider nicht zeigen, Junge. Was? Allerdings, wenn Sie mich überzeugen können, dass der Fall DL6 mit diesem Fall zu tun hat, nun, dann würde ich es in Erwägung ziehen, diese Akte zu öffnen. Und ich denke, wir haben da einen Beweis, und das wäre die gute Polly, deren Papagei, würde ich mal so sagen, dass die gute Polly hier das große Beweisstück ist. Was ist das denn? Ein Papagei? Der Papagei von dem alten Mann aus dem Bootsverleih. Der Papagei wusste von diesem Vorfall. Von diesem Vorfall? DL6. Was? Tja. Polly, haben wir das vergessen? Vergessen Sie DL6 nicht. Ich bin mir sicher, dass der alte Mann ihr das beigebracht hat. Tja, aber woher weiß der alte Mann von dem Fall DL6? Moment, was wäre, wenn der alte Mann in DL6 verwickelt war? Nick, glaubst du, das wäre möglich? Hab Sie verstanden. Klingt so, als würden Sie Informationen zum Fall DL6 benötigen. Da hinten durch befindet sich das Archiv des Reviers. Sie halten von mir die Sonderberechtigung, sich dort umzusehen. Klasse, nur weiter so, Inspektor Gumshoe. Okay, Nick, ab ins Archiv.
Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns mal Edgeworths Vergangenheit ansehen. Das würde ich auch noch sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann ab geht die Post. Archiv. 26. Dezember, Polizeirevier, Archiv. Wow, das ist unglaublich. Staubig hier. Die Akten der letzten 10 Jahre und der Staub der letzten 10 Jahre, denke ich. Lass uns dieses DL6-Zeug bloß schnell finden. Vor 15 Jahren waren Edgeworth und ich 9 Jahre alt. Wir hatten die 4. Klasse fast abgeschlossen, als er plötzlich versetzt wurde. Wegen DL6? Nick, ich habe herausgefunden, wo die Akte ist. Oh, danke schön. Sag mir nur, was du über den Fall DL6 wissen möchtest. Ich besorge dann die entsprechende Akte. Alles klar, Maya. Fallübersicht. Nun, zunächst muss ich mir einen Überblick über die groben Fakten verschaffen. Nun gut. Zusammenfassung, hab sie. Da, bitteschön. 28. Dezember 2001. Übermorgen ist es genau 15 Jahre her. Also ist der Fall in 2 Tagen abgeschlossen. Der Vorfall ereignet sich im Fahrstuhl des Bezirksgerichts. Was? Ist das derselbe Bezirksgericht, in dem der Prozess geführt wird? Sieht so aus. An diesem Tag gab es um 14 Uhr ein gewaltiges Erdbeben. Teile des Bezirksgerichts stürzten ein und sämtliche Lichter gingen aus. 14 Uhr, okay. Wow, das muss ein mächtiges Erdbeben gewesen sein. 14 Uhr Lichter finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Zu diesem Zeitpunkt waren 3 Menschen in dem Fahrstuhl gefangen. Es dauerte 5 Stunden, bis sie gerettet wurden. 5 Stunden. Boah, will ich nicht in den Haut stecken. Das wäre ganz schön gruselig im Dunkeln. Im Fahrstuhl herrschte Sauerstoffmangel und die Überlebenden waren bewusstlos. Die Überlebenden? Einen der 3 im Fahrstuhl war ins Herz geschossen worden. Das war Herr Edgeworths Vater, nicht wahr? Das war Edgeworths Vater, nicht wahr? Er hat gesagt, sein Vater wäre direkt vor seinen Augen erschossen worden. Also war Miles Edgeworth eine der Personen in diesem Fahrstuhl. Über das Opfer. Hast du Angaben zum Opfer? Edgeworths Vater? Ja, Augenblick nur. Opfer, hier, hab's gefunden. Gregory Edgeworth, 35, Strafverteidiger. Wenn er noch leben würde, wäre er 50. Er hatte an diesem Tag seinen Prozess verloren und war mit Sohn Miles im Fahrstuhl. Miles? Miles Edgeworth natürlich. Er war also mit seinem Vater zusammen im Fahrstuhl. Wegen des Winkels der Kugel und anderer Beweise kam Selbstmord nicht in Frage. Die Mordwaffe, eine Pistole, wurde im Aufzug gefunden. Die Pistole war 2-mal abgefeuert worden. Wo hab ich das schon mal gehört? Hä? Klingt ja wie der aktuelle Fall. Was ist denn hier los? Über den Verdächtigen. Hast du irgendwelche Angaben zu dem Verdächtigen da drin? Das wäre ja dann der Typ, von dessen Verhaftung meine Mutter gesorgt hat. Augenblick mal, da ist es. Der Mann, der als Verdächtiger bei DL6 festgenommen wurde, war Janni Yogi? Offensichtlich war er eine Bürokraft im Gericht. Er muss also die dritte Person im Fahrstuhl gewesen sein. Nun, da muss er es ja gewesen sein. Doch, er wurde freigesprochen, dank seines Verteidigers Robert Hammond. Hammond, das Opfer in unserem Fall. Genau. Der Verdächtige Herr Yogi erlitt einen Hirnschaden durch den Sauerstoffmangel. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass er in dem Fahrstuhl war. Nachdem er freigesprochen wurde, verschwand er. Wohin hätte Yogi gehen können, frage ich mich. Vielleicht ist er ja viel näher, als wir denken. Könnte möglich sein. Ich glaube, ich habe jetzt so einen allgemeinen Überblick, was bei DL6 passiert ist. Ich weiß aber immer noch nicht, welche Auswirkungen er auf Edgeworth hatte. Nick! Nehmen wir die ganze Akte mit? Das ist einfach zu viel, die bekommen wir nie raus. Du hast recht. Wie wär's, wenn wir einfach nur das mitnehmen, was wir davon brauchen? Akte zum Fall DL6 zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gut. Mehr werden wir hier wohl nicht finden. Jetzt bleibt nur noch der Prozess morgen. Ich frage mich, wie es Papa bei seiner Aussage vor Gericht ergehen wird.
Ja, da darf man gespannt sein. Aber diese Gerichtsverhandlungen, die sehen wir natürlich erst im nächsten Part. Ich hoffe, dass euch der Part mal wieder gefallen hat. Wenn ihr es auf jeden Fall auch beim nächsten Part wieder rein und sehen uns wieder bei einem neuen Part von Phoenix Wright, Ace Attorney. Bis dann und tschüss, euer Jake.